Natürlich ist es so, dass es Morde leider an, von Österreichern unter Anführungszeichen, also wirklich hier geboren, seit Generationen hier ansässig, also klassischen Beziehungstaten selbstverständlich immer gegeben hat, leider. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, soweit ich mich richtig erinnere, war zum Beispiel 2018 noch mehr leider solcher Fälle als letztes Jahr. Aber der Unterschied, der wirklich absolut feststellbar ist, wenn ich zum Beispiel der klassische Beziehungstäter, der so quasi Bio-Österreicher, sage ich jetzt ein ganz blödes Wort, ja, aber das war dann so, dass es dann oft mit einem Suizid des Täters geendet hat. Das heißt, das ist ein Familiengeschehen war, ja, aber das Problem, das ich sehe und nicht nur ich, das offenkundig ist, sozusagen auch Richter sagen oder Staatsanwälte, dass das Unrechtsbewusstsein fehlt bei diesen zum Beispiel afghanischen oder Täter aus Ländern oder einer kulturellen Herkunft, wo die Frau eben nichts gilt. Mhm. Ich glaube, das ist bei uns noch ein bisschen zu wenig bekannt. Ja? Also wenn man wirklich nach dem Koran lebt, wenn man nach der Scharia sich orientiert, und das ist ja auch leider immer noch ein zunehmenderes Problem, das war ja früher nicht so extrem, also das gibt ja eigentlich als eigenes Rechtssystem, nach dem diese Menschen sich orientieren, das wird ja auch geschürt, ja? Also wird ja auch gefördert, da zählt die Frau gar nichts. Und die Morde sind ja nur die Spitze eines Eisbergs. Wir wissen einfach nicht, auch was es sonst an Gewalttaten gibt, weil diese Frauen, die können nicht in ein Frauenhaus gehen. Die sind diesen Familien ausgeliefert. Die müssen da durch, die müssen das aushalten und ertragen. Also Sie sagen, das ist schon auch kulturell bedingt? Na, absolut. Also das Unrechtsbewusstsein ist das Problem. Also wie gesagt, wenn es dann zum Schrecklichsten kommt, dann ist es halt, ja, aber das zählt einfach nicht. Die lachen dann so, ja, ist ja nur eine Frau. Oder fragen Sie Lehrerinnen, ja, was das Frauenbild an. Das macht mir gar nicht am meisten Sorge, weil das kriegst du nicht mehr weg. Weil so redet man, sagen, das ist ein Einzelfall und das ist ein Einzelfall und in dem Jahr waren es so und so viele und im anderen Jahr waren es aber doch noch weniger. Aber das Frauenbild, das Gesellschaftsbild, auch das Rechtsverständnis, das im dass der Rechtsstaat in dem Sinne nicht wirklich anerkannt wird. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Nee, und dann, die das Lasche, dann kommt ja noch dazu, Entschuldigung, die lasche Behandlung der Justiz kommt ja noch dazu. Wer kann das erklären? Wer versteht das in diesem Land, dass 17 Migranten, ein 12-jähriges Mädchen, über eine lange Zeit foltern, vergewaltigen, sie schänden? Das Mädchen hat ein berührendes Interview gegeben, sie will nicht mehr in Wien sein, sie möchte ans Meer. Und dort Sandburgenbauen, da kommen da die Tränen. Und was macht unsere Justiz? Sie lässt sie frei laufen, die 17 Vergewaltiger. Sie werden nicht eingesperrt. Einer ist schon geflüchtet, denn von dem wir hörst und siehst wahrscheinlich nichts mehr. Aber der ist weg. Das heißt, es sind nicht mehr 16. Und die laufen frei herum, sodass die Familie geschützt werden muss, denkt auszuwandern. Die Familie, die Betroffene, denkt auszuwandern, weil sie Angst haben, dass das Mädchen von denen umgebracht wird, weil sie sich bei der Polizei verpfiffen hat. So weit sind wir in Österreich, weil gerade die Frau Zadic da sehe. Wieso werden die nicht, und die Möglichkeiten gibt es, der Untersuchungshaft, warum werden die nicht alle eingesperrt, Untersuchungshaft? Genommen, bis das Verfahren beendet ist. Und dann können sie sowieso abgeschoben. Und jetzt sage ich noch eins dazu, gleichsam mit ihren Familien. Denn die Verantwortung der Familien und Eltern für diese Elemente, die hier Straftaten begehen, die muss einmal gesagt werden. Weil die sind eigentlich die Hauptverantwortlichen für Erziehung, Bildung und für ihr weiteres Leben. Also da ist ein Kranz an allen Ecken und Enden. Herr Westerl, das müssen Sie Frau Zadic fragen. Es geht ja um die Pauschalierung. Sie haben vollkommen recht, das ist ein Thema, das ist ein Problem, das ist ein politisches Thema, worüber man diskutieren muss. Aber ich gebe nur ein Beispiel. Seit ich aus Salzburg heute weggefahren bin, ich war permanent von Leuten umgeben, die an sich Migrationshintergrund haben. Vom Servierpersonal, von der Person im Zug, von dem Fahrer, der mich hergebracht hat und weggebracht hat. Das heißt, unser gesamter Dienstleistungssektor, der ganze Sektor der manuellen Tätigkeit, das wäre ohne Ausländer überhaupt nicht zu stemmen. Jetzt, wenn wir punktuell über Probleme sprechen können, wäre es ja günstig. Aber Sie haben eine Diskussion, also alle Ausländer, die gesamte Migration ist immer, das wird immer pauschaliert. Naja, Sie haben ja vorher gesagt, nicht alle Afghanen. Das heißt, und wir müssen auch trennen zwischen Zuwanderung und Asyl. Das wissen Sie auch. Das heißt, wenn wir die Afghanen kommen in Österreich im Zuge der Zuwanderung, dass die rekrutiert werden, herzukommen, sondern wir müssen unterscheiden zwischen Asyl und kann man das zurückschicken. Und Sie werden ja das sicher auch noch ansprechen, ob man das kann. Da gibt es ja Vorschläge in der Politik.
Sie haben vorher erwähnt, das Strafmaß senken, das Alter. Und da ist halt meine Erfahrung in den USA, wir hatten die gleichen Diskussionen in den USA in den 90er Jahren, Strafmaß zu senken. Da gab es auch furchtbare Gewaltfälle, Strafmündigkeit zu senken. Genau. Und das hat dort aber dann auch nicht dazu geführt, dass in den Gefängnissen die jungen Leute geläutert wurden, sondern noch härtere Kriminelle wurden. Also das muss man sich auch überlegen, wie man da vorgeht. Das ist jetzt ein Vorstoß von Bundeskanzler Karl Nehammer nach diesen schrecklichen Ereignissen, die Strafmündigkeit zu senken, liegt jetzt bei 14. 12. Und wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel Schweiz anschauen, da liegt die Strafmündigkeit bei 10. Und die Schweizer sagen, sie machen gute Erfahrungen, weil sie merken, dass die Kinder mit 10 pädagogisch noch erreichbar sind und dass das von Vorteil ist, wenn man sie dann auch erfassen kann. Also könnte das vielleicht doch auch ein Modell für Österreich sein. Absolut. Übrigens, nur wenn man sagt, der Herr Nehammer fordert das, die Freiheitlichen fordern das seit 5 Jahren, die Senkung, nämlich auch auf zumindest 12. Selbstverständlich muss man Gewalttäter und schwere Straftäter in den Altersgruppen vor Gericht stellen können. Das ist absurd. Die werden ja zum Teil von ihren Eltern informiert, euch kann eh nichts passieren, wenn solange ihr nicht 14 seid. Ich meine, das ist ja alles absurd. Und zu ihrer Differenzierung. Ich bin echt total fürs Differenzieren. Ich differenziere zum Beispiel zwischen einer Zuwanderung der 80er, 90er, vielleicht bis zu den 2000er Jahren, wo Menschen gekommen sind aus Südeuropa, Südosteuropa, Osteuropa und sich bei uns hervorragend integriert haben. Und da haben wir am Anfang auch Probleme gehabt, aber es ist sehr gut gegangen. Dann sind die Türken gekommen, da war es schon ein bisschen schwieriger. Mittlerweile haben wir aber Menschen, die nicht aus Europa kommen, sondern aus Ländern, die ein völlig anderes Wertesystem, ein anderes Kulturverständnis haben. Wenn Sie mit mir, lass Sie mal ein, am Viktor-Adler-Markt gehen, dort in ein Lokal, dann ist dort nicht mehr der Österreicher, der jetzt sich gegen die Zuwanderer aus Afghanistan... Ich habe eine Wohnung im sondern, naja, aber das sind mittlerweile die österreichischen Türken, die sich dagegen wehren und sagen, wir werden dort, wir kriegen ein Problem aber mit den Kriminellen. Die Partei war ja damals auch gegen die Zuwanderung aus Polen und aus anderen Teilen Europas. Nein, überhaupt nicht. Die haben sie bei uns... Ich habe kein Problem mit Zuwanderern aus Ex-Jugoslawien, die sogenannten Gastarbeiter, die sich bei uns ja bewährt haben. Das ist ja mittlerweile ein Modell, das ja durchaus erfolgreich war. Aber Sie sind für null Asyl. Es geht auch nicht um die Zuwanderung. Sie sagen es völlig richtig, es geht ums Asyl. Null Asyl. Und jetzt sage ich Ihnen was, ich bin sogar, oder wir, jeder, der das sagt, wir null Asyl, ist auch rechtlich auf der richtigen Seite, weil bei uns jeder Asylant, der über die Grenze kommt und Asyl schreit, illegal ist und Rechtsbrecher ist. Es gibt keinen legalen Asylanten bei uns im Land. Warum? Weil wir laut Dublin umgeben sind von sicheren Drittstaaten. Das heißt, jeder Asylant, der nach Österreich kommt, wenn er nicht gerade vom Himmel runterfällt und vom Flugzeug abspringt, muss sofort ins Herkunftsland, in den sicheren Drittstaat, Ungarn, Italien, wo auch immer, zurückgeschoben werden. Und das macht aber unsere Regierung nicht, weil die begrüßt jeden noch per Handschlag, gibt ihm ein Geld, Sozialleistungen, Grundversorgung, Mindestsicherung, alles, was er so braucht. Aber gab es null Asyl, als Sie in der Regierung waren, als die FPÖ in der Regierung waren? Aber bemüht haben wir sie. 13.000 Asylanträge waren unter Kicken und jetzt haben wir 100.000. Null Asyl gab es ja auch nicht. Aber am Weg dort alles über Nacht. Warum können keine Asylwerber zurückgeschoben werden? Weil Ihr Freund Orbán, Orbanistan, macht das richtig. Ja, der alle weiterschickt und alle durchlässt. Das ist Ihr Vorbild, der damit das ganze europäische Asylsystem de facto auf den Haufen geworfen hat, ja, der überhaupt keine Verantwortung für irgendwen übernimmt. Also das kann doch für uns kein Vorbild sein. Oh ja. Wir müssen uns dem Problem in irgendeiner Weise stellen. Mir tut es leid, dass Sie zu den Frauenmorden und zu Maßnahmen, wie man das verhindern kann, keine einzige konstruktive Maßnahme geleistet haben, außer über Migration und Asyl zu schimpfen. Ja? Und ein Punkt ist schon sehr richtig. Also ohne Zuwanderung hätten wir auch in den letzten 20 Jahren hätten wir eine schrumpfende Gesellschaft in Österreich. Und ich als Kärntnerin weiß, was das heißt, wenn in einem Bundesland die Bevölkerung schrumpft. Das ist wirklich schlimm. Du hast keine wirtschaftlichen Perspektiven mehr. Die jungen Leute gehen alle weg. Die gehen irgendwohin anders studieren und kommen nicht mehr zurück. Und damit trocknet ein Land aus. Also wir müssen uns gut überlegen, wie wir Zuwanderung steuern. Also wie wir uns die Leute ins Land holen, die wir wirklich brauchen. Wir zahlen unseren Pflegekräften wirklich nicht genug. Und das sind vor allem Zuwanderungen. Also jetzt vermischen Sie Asyl und Zuwanderung. Nein, ich rede jetzt über Migration. Ja, wir können auch gerne noch über Asyl dann sprechen. Ja. Aber bei der Migration, also den Kollegen Heinisch da jetzt irgendwie so anzugehen, also das finden Sie total unfair, weil er hat vollkommen recht, wir könnten nicht mehr wirtschaften. Ja, und es haben sich auch viele hervorragend integriert. Also man kann mit türkischen Nachbarn wunderbar zusammenleben, das wissen Sie ja. Das ist überhaupt kein Problem. Es geht um unser Wertesystem. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir in unserer Gesellschaft
von den Kindern auf. Und wenn es nicht funktioniert, dass die Familien in die Schulen kommen, dann bin ich auch dafür, dass die eine Strafe kriegen, dass die finanzielle Strafen kriegen, dass sie diese Verpflichtung wahrnehmen, sich in unsere Systeme zu integrieren und auch zu lernen, was Werte sind. Und da gehört die Frauenverachtung als erstes intensiv diskutiert. Übrigens auch dann bei österreichischen Familien sollte das irgendwo der Fall sein. Ja? Also es geht darum, dass wir die Jugendkriminalität in den Griff bekommen. Da waren wir vorhin. Es geht darum, dass wir auch diese entsetzlichen Gewalttaten in den Griff bekommen. Frau Klawischnik, wie soll man ein Problem lösen, angehen, wenn man es nicht klar benennt? Man kann also wenn wir nicht klar sagen... Also ich bin die Letzte, die sagt, dass tschetschenische Asylwerber oder afghanische Asylwerber nicht schwierig sind. Also das sind wirklich die schwierigsten Gruppen. Das haben wir auch immer selber also auch mitgekriegt. Und wer in Wien wohnt, weiß das auch. Ja. Und man hat mit Sicherheit auch bei diesen Problemen eine Zeit lang zu lange weggeschaut, wie man die in irgendeiner Weise bearbeitet. Also das ist halt einfach irgendwie passiert. Ja. Gut, wir haben in den letzten Jahren viele andere Probleme auch gehabt, muss man auch dazu sagen, also überhaupt die Wirtschaft stabil zu halten mit Corona und allen möglichen Maßnahmen. Es hat übrigens von der Regierung ein ausführliches Frauenpaket gegeben. Es wurde der Gewaltschutz ausgebaut, es wurde das Betretungsverbot intensiviert, es wurden mehr Wohnungen geschaffen für Frauen, die ausziehen wollen. Also es hat jedenfalls auch Versuche gegeben, dagegen zu steuern, aber wir sind bei weitem nicht da, wo wir hin müssen. Ja. Aber ich denke mal, ein Problem ist natürlich auch, dass der österreichische Rechtsstaat oder überhaupt der europäische Rechtsstaat, wenn er irgendwie in Zukunft doch ernst genommen werden will, ja, sich auch in diesem Bereich wirklich stark bemerkbar machen muss. Das heißt, mit ewiger Nachsicht, gerade in solchen Gesellschaften, ja, die also sehr stark auf Machtdemonstrationen, ja, die haben das ja auch nicht anders gelernt, gerade in Afghanistan oder Tschetschenien. Ja, das ist ja nicht eine jahrzehntelange basisdemokratische Veranstaltung gewesen, ja, sondern das sind schon andere Zustände. Das heißt, wenn der österreichische Rechtsstaat das nicht durchsetzt, wenn man zum Beispiel, das habe ich nie verstanden, es toleriert hat, dass da vor der Grenze die Pässe weggeschmissen werden, ja, bevor ein Grenzübertritt, und sagt, dann sage ich jetzt Asyl, weil man weiß keiner, wer ich bin. Ich mache mich dann noch 10 Jahre jünger oder 5 Jahre und dann passt schon alles. Das heißt, allein, dass man das nicht in irgendeiner Form sanktioniert hat, sondern eigentlich gefördert hat, indirekt. Oder auch eben bei straffällig gewordenen. Wenn man sich anschaut, welche straffällig gewordenen Asylwerber oder auch Zuwanderer ist ja dann letztlich da, in dem Fall egal, wurden wirklich abgeschoben. Also gerade Asylwerber, die noch nicht die Staatsbürgerschaft haben. Also wenn man sich das anschaut, das waren vielleicht hauptsächlich Richtung Südosteuropa, aber alle anderen, also eher nicht. Rechtlich nicht möglich, und dann muss man leider sagen, ist es, auch wenn wir sagen, es ist rechtlich möglich, aber aus Sicht dieser Personen werden wir dann einfach oder unser Rechtsstaat nicht mehr ernst genommen. Ich will nur einen Satz noch Blanko, sagen, weil das darf nicht so stehen bleiben mit Viktor Orban. Was hat Viktor Orban gemacht? Er hat nichts anderes gemacht, als dass er gesagt hat, in Ungarn bekommen Asylanten keine Geldleistungen mehr, sondern nur mehr Sachleistungen. Das hat er gemacht, worauf der überwiegende Anteil, bis auf 40 interessanterweise, nicht 40.000, 40 Asylanträge gibt es in Ungarn. Der Rest ist nach Österreich weitergewandert. Warum? Weil wenn er nach Österreich kommt, ist er in der Grundversorgung, in der Mindestsicherung und wenn er nur ein paar Monate da bleibt, kriegt er noch Familien- und Kinderbeihilfe ab. Und jetzt, nach Deutschland und jetzt bin ich bei Ihrem Beispiel, das ist einmal so schön, wenn man sagt, naja, wir haben eine Bevölkerung, die Bevölkerung schrumpft, wenn wir keine Zuwanderer holen. Mitnichten. Die Bevölkerung schrumpft deshalb, weil wir eine Regierung haben, die es nicht zustande bringt, eine Familienpolitik zu machen, dass mehr Kindfamilien in Österreich gefördert werden. Wer kann sich denn in diesem Land noch ein zweites oder drittes Kind leisten in Zeiten wie diesen der Inflation, der Belastungen, der fünfmaligen Mietsteigerungen, der Energieleistungen, der Zinssteigerungen, wie wir jetzt gehört haben, niemand mehr. Aber Zuwandererfamilien mit 3 Kindern, die daherkommt, die kriegt mittlerweile mehr Sozialleistungen wie eine österreichische ansässige Familie. Jetzt muss ich Ihnen auch was sagen. Das ist eine Fehlentwicklung. Also mit Ihrer pronatalistische Politik. Also wie die FPÖ in der Bundesregierung war, ist das berühmte Kindergeld irgendwie erfunden worden. Nein. Und wissen Sie, was die Wirkung ist? Dass Frauen, sie wollten nicht, dass Frauen arbeiten gehen. Und das ist einer der Grundvoraussetzungen. Dort, wo Frauen eine zufriedene, gute Kinder, lassen Sie mich ausreden, wo Frauen eine gute Kinderbetreuung haben, und das ist vor allem in Frankreich, in Skandinavien, leider war das in Österreich bis jetzt noch nicht möglich. Bei uns können nicht einmal 50% der Frauen arbeiten gehen. Und glauben Sie mir, das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht arbeiten wollen. Sie wissen schon, wer das Kindergeld eingeführt hat, ne, in Österreich. Das hat der Jörg Haider in Kärnten und die Freiheitliche Partei in der Bundesregierung. Ja, um die Frauen zu Hause am Herd zu lassen. Um mehr Kindfamilien zu fördern. Kinderbetreuungseinrichtungen war nicht Ihr Thema.
Niemals. Darf ich da nur ganz kurz ergänzen? Also es gibt mehrere Untersuchungen, wirklich sehr seriöse, die sagen, es gibt in Österreich im Schnitt bei den Frauen den Wunsch nach 2 und 3 Kindern und der tatsächliche, also der Kinderwunsch, ja, sind 2 oder 3 Kinder. Aber es werden im Prinzip nur ein Kind, ja, 1 bis 2 Kinder weniger geboren, als sich die Frauen wünschen. Woran auch immer das, auch liegen mag. Aber das zeigt schon, dass es nicht so ist, dass die Frauen jetzt sagen, huch, ich möchte eigentlich nicht an den Herd gefesselt sein, sondern sehr wohl einen Kinderwunsch haben. Und da muss ich schon sagen, als Frau, also wenn man Wahlfreiheit ernst nimmt, ja, also ich möchte jetzt nicht vom Staat vorschreiben lassen, ich glaube, so emanzipiert sind die Frauen das schon, geht's ja nicht, dass sie sich an den Herd fesseln lassen, das ist eine Argumentation, sie wollen nicht jahrelang, in Teilzeit arbeiten, weil sich das Abholen mit dem Kind nicht ausgeht. Das ist, sie wollen nicht alle, niedrige Pensionen haben. Ja, wir haben einen Gender Pay Gap an den Herd fesseln, das ist wirklich veraltet. Also ich glaube, da gibt es einige Zitate. Nein, uralt Rhetorik. Jetzt muss ich da kurz, so ungern ich es mache, aber dazwischen krätschen. Wir haben uns ein bisschen entfernt und es gibt noch ein Thema, das wir besprechen wollen, wenn wir den Herrn Westenthaler hier in der Runde haben. Sie sind wieder Stiftungsrat im ORF auf einem Ticket der FPÖ. Die Berichterstattung des ORF steht immer wieder in der Kritik und auch Sie haben kurz nach Ihrer Nominierung den ORF sehr kritisch betrachtet. Sie haben ihn als Propagandamaschinerie bezeichnet. Warum? Ja, weil es einfach im Moment so bei der Bevölkerung ankommt. Der ORF hat im Moment das Problem, dass er keinen guten Ruf hat. Sowohl was die objektive Berichterstattung, angebliche objektive Berichterstattung anbelangt, weil sie nicht objektiv ist, weil der ORF nicht Äquidistanz lebt gegenüber allen Parteien, so wie es im Objektivitätsgesetz drinnen steht. Und weil es halt immer wieder Beispiele gibt, erst vorige Woche wurde der ORF verurteilt, weil er in einer ZIP-Sendung über eine blaue Regierungsbande gesprochen hat. Das ist natürlich verurteilt worden und das gibt es halt immer wieder. Aber es ist nicht nur das eine Problem. Was die Menschen im Moment am meisten ärgert, ist diese Zwangssteuer. Es ist unfassbar, was da für ein Aufstand in der Bevölkerung, die Haushaltsabgabe, die jetzt in einer Zeit der Hochinflation, wir haben schon gesagt, es ist schwer, sich überhaupt das Leben leisten zu können im Moment. Und jetzt kommt der ORF an um die Ecken und verlangt eine Zwangssteuer. Wir sind nicht mehr im Urwald und wir sind nicht mehr in Zeiten, das ist Anachronismus. Wozu eine Zwangssteuer? Das verstehe ich einfach nicht, weil wenn der ORF eine Zwangssteuer verlangt, müsste er erstens ein besseres Programm machen, objektiv sein und auch nicht die hohen Gehälter zahlen, die, jetzt, die wir bald erfahren werden, nämlich Ende des Monats. 400.000, 500.000 Euro, das ist nicht akzeptabel in Zeiten wie diesen. Und ich bin heute der Meinung, dass es gescheiter gewesen wäre, eine Budgetfinanzierung zu machen, über das allgemeine Budget, wie das viele Länder, zuletzt Frankreich, erst umgestellt haben, weil dann nicht eine höhere Steuer auf die Menschen zukommt und eine Direktzahlung. Die kriegen jetzt alle einen Erlagschein, Familien kriegen einen Erlagschein. Man muss sich vorstellen, 700.000 Haushalte, die bisher überhaupt keine ORF-Gebühr gezahlt haben, kriegen jetzt Erlagscheine. Ich habe Beispiele von Schwerstbehinderten, die bisher befreit waren. Der kriegt auf einmal eine Zahlungsvorschreibung. Auch die Administration funktioniert nicht. Und deswegen gilt mein Kampf, sowohl im ORF dieser Zwangssteuer, wie auch der Herbert Kickl gesagt, wenn er in die Regierung kommt, ist das Erste, was er macht, er schafft die Haushaltsabgabe ab. Und in einem Jahr ist der Herr wahrscheinlich weg. Aber wenn Sie jetzt sagen, der ORF sollte aus dem Budget finanziert werden und gleichzeitig mehr Objektivität, mehr Unparteilichkeit einmahnen, wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Ich habe ein ganz einfaches Modell, weil ich das Argument ja kenne. Das Argument ist, naja, wenn der ORF jedes Jahr zur Regierung gehen muss und einmal Geld betteln muss, dann wird er abhängig. Ist ja nicht notwendig. Dann verhandle ich am Beginn einer Legislaturperiode einen Betrag, den der ORF braucht, den muss er darstellen. Sollen das sein 5, 6, 700 Millionen, wie das jetzt auch ist. Und dann wird es einmal verhandelt, einmal beschlossen und das gilt für 2 Perioden 10 Jahre lang mit Indexanpassung, Inflation. Und die brauchen überhaupt nicht mehr verhandeln gehen. Und nur, der große Unterschied ist, ich würde ja machen eine große Medienförderung in diesem Land. Warum hat der ORF die Exklusivrechte auf Förderung? Mhm. Es sollen auch private gefördert werden, wenn sie ein gutes Programm machen. Es sollen auch Printmedien gefördert werden, wenn sie das darstellen können. Also ich verstehe die Aufregung nicht. Aber wir schützen die Menschen in Hochinflation vor einer neuen Belastung. Das wär's. Sie lachen, Frau Klewitsch. Nein, ich habe jetzt nur deswegen gelacht, weil der Herr Westenthaler ein gelernter Parlamentarier und Klubobmann ist. Genau. Und der sagt, man soll am Anfang einer Legislaturperiode etwas
mit einfacher Mehrheit, nehme ich jetzt einmal an, weil eine Verfassungsmehrheit wird man dafür wohl nicht mehr kriegen können, festlegen. Es kann jedes Monat diese Regierung ins Parlament gehen und sagen, die Zeiten sind schlechter geworden, wir haben jetzt eine Krise im Gesundheitssystem, wir haben eine Krise in der Bildung, wir müssen jetzt beim ORF einsparen. Das kann man jedes Monat machen, das ist ja keine Sicherheit, das ist ja kein Argument. Also, wenn das wissen Sie ja. Wenn ich 10 Jahre beschließe, warum wollen Sie dann jedes Monat was ändern? Sie können das jederzeit mit einer Logik ist mir jetzt nicht klar. Sie können das jederzeit mit einfacher Mehrheit wieder ändern. Also warum sollte das ändern, wenn es beschlossen ist, wenn es einen Sinn hat? Wenn der ORF darstellen kann, das wäre nicht das erste Gesetz gewesen, wo man Einsparungen beschließt. Wenn der ORF darstellen kann, dass er selbst spart, da müssen wir anfangen, die Gehälter alle runterzustreichen. Sie und wissen selber, dass Sie jetzt nicht... Lassen wir mal die Frau Walterskirchen zu Wort kommen. Runde, darf ich nur sagen, ich bin jetzt zusammengezuckt, wie Sie gemeint haben, man soll jetzt alle anderen noch mehr, also Medien noch mehr fördern mit Regierungsgeldern, beziehungsweise Steuergeldern. Mehr, aber nein, es ist jetzt schon, also meiner Meinung nach ist es jetzt schon viel zu viel, denn es ist bitte sehr nicht die Norm, das glauben wir nur in Österreich, dass Medien, die eine Kontrollfunktion haben, ja, die eigentlich in der Demokratie eine wirklich zwingende der Unabhängigkeit brauchen von der Regierung. Ich sehe das mit großer Sorge, dass hier immer stärker das Füllhorn über die Medienhäuser ausgeleert wird. Ich rede jetzt einmal nicht nur vom ORF, sondern auch zum Beispiel von den Printmedien. Denn was macht das? Das bringt eine Abhängigkeit, gerade wo sie jetzt in prekären Situationen sind und die meisten rote Zahlen schreiben. Das macht eine Schere im Kopf. Wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt die Regierung verärgere, ja, dann kriege ich womöglich Probleme, dass ich dann meinen Betrieb nicht mehr fortführen kann. Und das merkt man jetzt schon.